Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Valheim. Der Mike ist natürlich auch mit am Start. Hallo. Hallo. Ich renne hier gerade durch Hallo. den Wald, sehe gar nichts. Ah, da ist ein Troll. Gerade schon gedacht, was schreit denn hier so rum? Ist eigentlich ja ganz angenehm, dass gerade Nacht ist und dementsprechend ich hier ein bisschen Harz farmen kann für das Bötchen, was wir brauchen, um den Fluss zu überqueren, um das Eisen nach Hause zu tragen, um die Erweiterung für die Schwarzschmiede machen zu können, auch daheim. Aber ne, es ist viel ungeil, dass Nacht ist, weil hier waren eben schon Zecken. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Die nerven nämlich einfach nur. Oh, hier liegen auch noch deren Überreste. Und vor allem, wenn hier überall Bäume stehen, sehe ich halt nicht mal, was passiert. So, Krautzwerg, so jetzt nicht, ne? Troll, du auch nicht. Ende. Was Wildschwein? Wo komm ich? Ich bin Wildschwein, ich will auch mit angreifen. So. Ja, du bist ein Schamane. Ja, du bist ein Berserker. Ja, kommt. Ich muss jetzt mal los, Leute. Wir können jetzt hier nicht stundenlang kämpfen. Ich muss das Wasser überqueren. Tschüss. Tschüss, Juri. Tschüss. Achso, und der Michael, der baut natürlich noch am Dach weiter. Gehe ich zumindest von aus. Ich weiß es nicht. Sie, sie. Der alte Dachdecker. Entschuldigung, was verfolgen Sie mich im Hey. Dunkeln? Ein wildes Schwein. Oh, und eine Zecke. Komm her, Zecke. Gut. Ah, da springt ja noch was. So, da springt nichts mehr. Ach, Sucherbrut. Hallo. Hallo, hier ich. Das Einzige, was mich hier nicht angreift. Präventiv einfach mal Feuerbälle schmeißen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ach, Schlundegel. Hallo. Ich hüpfe einfach über euch hinfort. Da steht ein Krautzwerg. Nein, Droger, jetzt nicht. Ich hinterlasse hier auch so eine leichte Spur an Leichen. Aber das ist alles nur Selbstverteidigung, ne? Die greifen mich dauernd an, da kann ich jetzt auch nichts gegen. Oh, ein Kobold. Hallo, Kobold. Okay. Ich bin ja froh, ich sage das jetzt laut, das ist wahrscheinlich ein Fehler, aber ich bin ja froh, dass nachts nicht Todeskitos auch noch rumfliegen. Weißt du, so mit Kobolden und so, du kannst zur Not vor allem von dem Zeug kannst du immer weglaufen. Ne, Zecken ist ein bisschen blöd, die sind auch relativ schnell. Aber Todeskitos, den kannst du ja nicht mal weglaufen. Und das finde ich immer etwas gemein. Denn eigentlich auch da. Ja, ich hab Eisen geholt halt, ne? Was ist das da? Warum ist da mitten auf dem Wasser eine Markierung? Jetzt wollte ich die Gratisfedern snacken, aber ne. So, da ist meine Werkbank, das heißt, wir brauchen Holz. Hallo Nixon. Tschüss Nixon. 20 Holz. Ist ja so, als hätte es hier auf mich gewartet. Du trägst zu viel. Ja. Dann bauen wir uns mal ein kleines Los. Und dann geht's los. Tschüss, Skelette. Ah, ich mach euch noch kaputt. Kommt her. Kommt her. Ich mach euch noch kaputt. Und dich da hinten auch. Du altes Klappergerüst. Oh, das Skelett hier hat das Wildschwein noch ja, beseitigt, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber genau so war es. Angriff! Komm, Welle. Lass mich von der Sandbank auf. So, ich habe mir natürlich nicht markiert letztes Mal, wo ich das letzte Boot abgestellt habe. Weil ich hatte ja eigentlich so den Gedanken, so Step by Step immer wieder Boote hinzustellen, dass wir irgendwann einfach ne, von Boot zu Boot schwimmen können und nicht immer ein Boot machen müssen.
Aber ich weiß auch nicht, ob die Markierung, die da mitten im Wasser ist, mein Brötchen war. Ach ja. Erstmal ein Schlückchen Wasser. Ja, wir driften schon wieder ab auf offene See. Das wollen wir nicht mit unserem kleinen Floß hier. Hallo? Ich sehe nichts. Hilfe! Du musst die Augen aufmachen. Achso! Sag das doch gleich. Hab ich doch. Achso! Na dann. Oh, ich bin gleich schon hier auf dem anderen Ufer. Den Rest können wir wieder laufen. Oh, laufen, ich hasse es. Ja, da drüben steht mein anderes bloß. Muss ich irgendwann mal. Ich müsste eigentlich mal hier ein Portal hinbauen, dass ich immer übersetzen kann. Aber dann hat es keinen Sinn, dass ich mein Eisenportal extra so weit nach hinten gemacht habe, dass ich da ne, nicht jedes Mal neu irgendwie. Hallo, Odi. Odi! Oh. Ich bin auf ihn zugesprungen und er ist einfach verpufft. Ich glaube, ich habe zu viel Met getrunken. Hey, Zecken! Lang nicht mehr gesehen. Aber jetzt. Die Zecken fighten hier gerade mit Skeletten und Krautzwergen. Das heißt, ich werde mich da mal ganz entspannt raushalten und einfach gehen. So, in die Richtung müssen wir. Genau, dann kommen wir hier rüber. Perfekt. Skelette, ich habe jetzt keine Zeit zum Kämpfen. Keine Zeit. Ich muss nach Hause. Mike wartet mit dem Essen auf mich. Ja. So, jetzt ein bisschen Ausdauer regenerieren für das kleine Stück Schwimmen. Ach, YOLO! Was ja in dem Fall nicht mal korrekt ist, weil man lebt ja nicht nur einmal in Valheim. Man respawnt ja einfach. Oder sind Kobolde die Hirsche verprügeln? Wer weiß. Was denn? Ja. Wo drei Zecken versuchen, einen Kobold umzubringen, der noch so einen Millimeter Leben hat, weil ich ihn einmal beschossen habe. Der arme Kobold. Sieht lustig aus, aber er tut mir echt ein bisschen leid. So. Nein, Nixe, du musst mir jetzt auch nicht im Popo beißen, während ich auf die Map gucke. Guckt mal einmal kurz auf die Map. Wer weiß, vielleicht bist du lecker. Ja gut, ich meine, so ein gutes Hüftsteak hier. Berserker versus Skelett. Oh, beide ähnlich viel Leben noch. Ah, Berserker hat gewonnen. Nein, Berserker, ich kämpfe jetzt nicht gegen dich, das wäre für dich dein Ende. Das wollen wir doch nicht. Du hast gerade das Skelett platt gemacht. Ei, ei, ei. Ich will aber noch gegen dich gewinnen. Ja, ich glaube es auch. Ich meine, er weiß vermutlich nicht, dass das ungesund für ihn wäre. War das Dorf schon immer hier? Wer weiß. Ja, hier ist alles gut. Ich laufe doch nur weiter. Hier standen gerade so drei Hütten. So, ja. Ja, wahrscheinlich. Also würde mich jetzt wundern, wenn es auf einmal gespawnt ist. Aber ne, in meinem Kopf war das so gerade so, Moment mal. Da bin ich gefühlt noch nicht dran vorbeigelaufen. Was für ein Ding? Nee, der sollte eben gerade das andere Dach weiter hier setzen. Ah. Ja. Ich hätte keinen Sonnenschein. Es ist doch schon wieder ein neuer Tag. Komm schon. Bisschen Sonne. Oh, hier liegen Leichenteile rum. Okay. Ja, das ist hier nicht möglich. Ja, dann mach's möglich. Was nicht passt, wird passend gemacht. Du musst dich doch verarschen hier. Ja gut, ja. Ja, was dann brech doch hier alles zusammen, ey. Ich merke, eine leichte Frustration kommt auf bei Mike.
Aber eine ganz leichte nur. Nur Moment mal, ich habe doch Eiktier. Warum habe ich nicht Eiktier gezündet? Eiktier! Dann können wir vielleicht ein bisschen besser rennen. Ja. Speedy Gonzales. Ich hoffe ja, dass wenn das Update kommt für die Feuerlande da, dass dann auch die roten Klumpen, die wir haben von der Königin, für irgendwas nutzbar sind. Mann, ja, dann bricht doch hier auch zusammen. Mike, du darfst das Dach nicht so überfordern. So. Ich überfordere das Dach doch gar nicht. Ach so. Ja, warum bricht es dann dauernd zusammen? Weiß ich auch nicht, frag das Dach. Ach so. Ja, ach. Ja. Ja, ach. Ja, was denn? Digga, warum brichst du dauernd zusammen? Ja, Mike hat gesagt, du bist gar nicht überfordert. Du tust nur so. Oh Gott, dieser Weg ist viel zu lang. Dieser Weg wird kein leichter sein. Der wird steinig und schwer. Naja, er ist ja sehr holzig gerade. Ich laufe über Baumstämme. Aber zu meiner Rechten sind Steine. So, aber da vorne kommt schon der erste Hauch von Zivilisation. Der erste. Ja, da steht mein Point mit Steine. Mhm. Und dann kommen die Kräfte. Und dann bin ich ja fast schon daheim. Mit Steine. Können wir hier noch was phrasen? Nee. Sind noch voll und ganz genährt. Oh, hallo Hirsch. Das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt über ein Stackeisen wieder geholt haben, können wir nicht nur die Upgrades bauen für die Schwarzschmiede hier daheim, sondern wir können tatsächlich auch einfach sagen, wir bauen noch ein, zwei Truhen in den Keller. Das wollten wir ja eh machen, oder das wollte ich eh machen, weil wir brauchen ja noch ein, zwei Truhen mehr. Erstens haben wir noch Platz für Truhen, das heißt, wir können noch Truhen bauen. Und zweitens, wir haben ja noch so ein bisschen Loot, wo nicht so ganz klar ist, wo ich den einsortieren möchte. Und das heißt, da geht noch was. Wir sind auch irgendwie, das könnte ich mir im Keller zum Beispiel auch vorstellen, dass wir im Keller auch die Fässer tun, um die Tränke zu gären. Ich meine, so Weinfässer und Whiskyfässer, die lagern ja auch in einem Keller. Also zumindest Weinfässer. Whiskyfässer weiß ich gar nicht. Das ist. Ich war einmal in der Whisky-Distillerie und die haben nicht in einem Keller gelagert, zumindest. Die haben in der Scheune gelagert. Mhm. Ich bin ja überhaupt kein Whisky-Fan, also trinke ich gar nicht. Aber diesen Geruch finde ich geil. Okay, wenn man auf unser Haus zuläuft und es noch nicht gerendert ist, hat man nur lauter Vierecke, wie die Säulen stehen. Also die Balken. Dann ploppt so nach und nach der Stein auf und dann das Dach. Nein, Nixe. Ups. Aber von Weitem, wie sieht das Dach aus? Gut, sieht halt aus wie ein Dach. Ich find's cool. Also auch mit den Extra-Dingern da drin, mit den Balken, finde ich, hat was. Was dadurch halt nicht einfach nur Dach ist, sondern halt, ne? So ein kleines Extra hat. So, dann können wir mal wieder ganz viele Sachen einschmelzen. Aber ich habe mir wahrscheinlich wieder keine Kohle. Und ohne Moos nichts los. Kohle? Kohle? Ich weiß, dass wir unten im Keller noch irgendwo Kohle hatten. Deswegen holen wir die jetzt mal und dann würde ich sagen, schmeißen wir auch mal noch den Kohleofen an. Steinholz. Ich hatte ja so eine Truhe für Kohle. In der ist natürlich nichts drin. Aber ich habe theoretisch eine Truhe dafür. 4 Kohle. Geil, nehme ich.
Nochmal 31, das hört sich doch schon besser an. Ja, ein 30er, Voll der 30er. Hopp, 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 hopp. Dann können die Öfen nämlich mal hier schon wieder schmelzen. So. Und dann hole ich mal das Material, um den Meiler zu stellen. Und ich würde tatsächlich hier oben an den Raum, wo ich jetzt die Schmiede reinbaue und die ganzen Werkbänke, da würde ich eine Außenterrasse quasi bauen, wo dann der Meiler draufsteht und so. Okay. Einfach, weil, ne, wenn der hier drin steht, das ist halt einfach instant voll. Und wenn da noch eine Schmelze dazu soll, das macht es nicht besser, sagen wir es mal so. Wo habe ich denn vorhin die Steine hingeschmissen? Gute Frage. Nächste Frage. Oh, viertes. Meins. Nehme ich. So, was fehlt? Das Marmor und das Kupfer. Das haben wir beides oben stehen, glaube ich. Und bei Kupfer müssen wir ja auch extra holen, weil... Nein, sollten wir da haben? Ja, so ein bisschen Kupfer haben wir da. Ich habe keinen Platz im Inventar. Super. Dann schaffe ich erstmal Platz im Inventar. Dafür sind die Truhen da. Plup. Augen. Harz. Trollfälle. So, Sumpflut haben wir natürlich auch dabei. Wir waren ja schließlich im Sumpf. Da haben wir noch eine Trophäe, Sumpftrophäen hier, ja. Da haben wir das Kech. Und die Pfeile, die nehmen wir aber wieder mit, aber die tun wir zurück. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und hier fallen wieder Sachen von der Decke runter. Achso, ja, Kupfer brauchen wir noch. Holen wir natürlich. Du, gar kein Problem. Ich habe eine Kapuze auf zumindest. Wollte jetzt sagen einen Helm, aber das wäre nicht ganz korrekt. So, 5 Kupfer. Was brauchen wir noch? Ah, die 4 Schwarzmama und ein Eisen noch. Aber das ist ja bestimmt mittlerweile geschmolzen. Wunderbar, sammeln wir ein. Und ich meine, die 5 Schwarzmarmor habe ich schon hochgebracht. Erstmal gegen einen Balken laufen. Die 4. Ja. Und Kupfer hatte ich auch schon hier drin, aber das ist ja von der anderen Werkbank. So, dann können wir den nämlich schön hier hinstellen. Was hast du gesagt? Warum habe ich denn schon wieder so viel Müll einstecken? Ich weiß es auch nicht. Da brauchen wir jetzt 2 Federn für. Federn waren aus Schwarzmetall, oder? Und die gehen vor allem nur an dem Special-Tisch. Aber den haben wir im Nebel stehen drüben, da können wir mal gucken. Vielleicht haben wir sogar noch die Federn von den Automatikgeschützen da und haben sie nur noch nicht verwendet. Das war das Tor, das Portal. Tod und Verderben. Ein Gegenstand verhindert das Teleportieren. Finde ich immer noch illegal, aber... So ist halt. So ist halt. Jo. Schauen wir mal, ob wir hier was im Angebot haben. Eine haben wir noch da, okay. Da brauchen wir ein Eitel und... Also ein verfeinertes Eitel. Und Eisen. Eisen haben wir da. Eitre nicht. Aber wir hatten ja 2 Stück, wo ich noch nicht wusste, wo wir die hinsortieren. Das heißt... Euer fucking Ernst.
Ich kann mit der mechanischen Feder nicht teleportieren. Aber ist eigentlich kein Problem, weil ich sollte ja all das... Wir haben doch drüben bei uns, haben wir auch so einen Handwerkstisch, oder? Diesen blau leuchtenden. In dem Nebel, ja. Nee, nicht im Nebel, sondern bei uns in der Base. Ach so, ja. Da haben wir auch einen, ne? Okay, das ja, heißt, ich brauche da drüben... Portalraum und Dings zwischen. Okay, das heißt, ich brauche hier nur die 6 Eisen, das ist eigentlich kein Problem. Okay, dann können wir das auf jeden Fall machen, das ist doch eine schöne Sache. Gut, den müssen wir abbauen, weil der muss jetzt unter ein Dach. Aber das ist ja auch kein Problem. Der ist ja schnell auf- und aufgebaut. Dann können wir nämlich da das bauen, wenn wir es schon nicht mit durchs Portal nehmen können. Hat er 223 Gegenstände verschoben. Nice. Und an der Stelle würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und übermorgen, 17 Uhr geht's weiter. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss. Thank you.